So, hoppsa. Und wir brauchen Stickies. S to the Ickies. So und so und so. ...64 Zäune haben wir. Sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich noch ganz kurz gucken. Das waren immer 1, 2, 3, 4. Bup, bup. Huch. 1, 2, 3, 4. Bup, bup. Auf der anderen Seite gucken mache ich nicht, weil das perspektivisch manchmal falsch ist. 1, 2, 3, 4. Bup, bup. 1, 2, 3, 4. Uah. 1, 2, 3, 4. Bup. Bup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist das richtig? 1, 2, 3. Ja, ist doch richtig. 1, 2, 3, 4. Bup. Bup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach, Alter, ich... Von diesem Abzählen kriege ich bald eine Macke, ehrlich gesagt. 1, 2, 3. Ist der Schmetterling gerade ins Wasser geflogen? Der Schmetterling sitzt im Wasser. Stirbt er da nicht? Das ist der dümmste Schmetterling ever. Der springt ins Wasser und dann Suizid. Okay. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bup. Und bup. Na, dann wollen wir mal. Na, dann wollen wir mal. Auf der Seite haben wir es auch noch nicht ganz fertig. Dann machen wir hier erstmal fertig. Da habe ich... Kann ich eigentlich von hier oben machen, ne? So, bups. Oh ne, nicht schon wieder das. Nicht schon wieder das. Oh, da krieg ich doch wieder einen Drehwurm. Nein, Mann! Hör auf damit! So und so. Und so. Und so und so und so. Oh Mist. Da kann ich jetzt nichts machen, außer natürlich, ich mache da unten jetzt mal schnell... Halt, die brauche ich noch. Nein. So und... Nein. So, dann haben wir die Seite schon mal einigermaßen fertig. Da schwebt natürlich noch ein bisschen was in der Luft. Irgendwie schwebt da überall was in der Luft. Dann mache ich zumindest mal, soweit ich hier eben was machen kann, mache ich hier zumindest an die Zäune schon mal was ran. Dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. Ach nö, weißt du was, dann mache ich das einmal hier. Dann mache ich das tatsächlich einmal so.
Sieht zwar jetzt nicht ganz so toll aus, aber... So und... So, ja, Derpy, ich weiß, das ist doof. Das ist nicht unbedingt spannend, das ist, Ach ja. Das Blöde ist, ich kann der Zeit auch nichts großartig erzählen, weil ich mich ja die ganze Zeit konzentrieren muss, durchzählen muss. Und gucken, dass ich das auch ja richtig mache, weil wenn ich ja einen Fehler mache und auf diesen Fehler aufbaue, wie zum Beispiel hier, dann muss ich eine ganze Menge nochmal wegreißen und nochmal neu machen. Und da habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Versteht man wahrscheinlich gar nicht. Und ich bin auch langsam so ein bisschen durch von dieser Affenarbeit. So, Derpy, ich brauch dich. Du bist jetzt gut genug, komm her. So, die Brücke wird auf jeden Fall langsam. Wenn wir das auf der anderen Seite noch fertig haben, dann fehlen eigentlich nur noch die Stützpfeiler. Ach genau, bei den Zäunen hat man diese Treppen unten drunter. Und die Treppen sind bei uns absolute Mangelware. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Haben wir überhaupt noch Cleanies? Nee. Weil ich eine Portion total versemmelt habe. Ich bring die mal zurück zur anderen Truhe. Dann kann ich die anderen Cleanies holen. Wir haben ja schon welche vorbereitet. Dann fliege ich mal ganz kurz in the Lagerhaus. Tja, der Wolkenpalazzo ist weg, Freunde. Es tut mir sehr leid. Wo mag er nur sein? An einem besseren Ort. So. Wups. Dann lagere ich die erstmal ab hier. Boah, Alter. Muss auch gleich mal ein kleines Päuschen machen. Jetzt aber erstmal hier die Glowstone. Den Glow Dust. Kann ich auch erstmal da rein pfeffern. Ich wollte Cleanies holen. Ich glaube, mehr werden wir aber auch erstmal nicht brauchen. So. Wir haben ja eigentlich nur Treppen und Slabs, die wir brauchen. Halt, versteck dich nicht von mir. So, komm, die Brückenseite mache ich noch zu Ende und dann mache ich eine auch. Oh, Alter, ich bin schon gut durch von dieser Brücke einfach nur. Weil die uns ja auch erst 30 Milliarden Folgen beschäftigt, das tut mir furchtbar leid. Ich glaube, das sage ich jetzt schon zum 50.000. Mal. Halt, vielleicht kann ich die noch brauchen. Da hätte ich auch von der anderen Seite machen können, ist auch egal. Jetzt fliegen wir erstmal hier hin. Erstmal wieder Steine kleben. So, pass auf, dann mache ich jetzt unter jedes von diesen Dingern da. Scheiße. Ich dachte, ich kann am Vorbeifliegen was machen, aber so cool bin ich nicht. Alter. Die Steuerung auf diesen Zossen ist natürlich auch völlig... Weil er so schnell ist, ist das leider sehr ungenau. Alter! Habe ich jetzt davon, dass ich keinen Kackstift verwende? Das gibt's doch nicht. Nein, jetzt, Alter, mal an! So, jetzt aber hier und dann machen wir nochmal da. So geht das doch einigermaßen. Hallo? Mann! Ich glaube, Alter, der will mich verarschen. Mal fliegt der, mal fliegt der nicht. Jetzt hol dir doch den Scheiß. So. Mit den Treppen habe ich... Ich habe die Treppen noch gar nicht gemacht. Gut, dass ich wieder zurückgeflogen bin, sonst hätte ich mich jetzt geärgert. Ich würde mal sagen, das und das und das und das. Zack. Und das... Und das und das.
Habe ich nicht noch... Ach komm. Nein, eins der Cleanies fehlt mir. Ich dachte, ich habe abgezählt. Naja. So geht's natürlich auch. Und jetzt machen wir den hier, den hier, den hier, den hier. Ach, was soll der Geiz? Wir brauchen ja eh Treppen ohne Ende. So. So hatte ich das da, ne? Mann, ich krieg gleich echt Aggros mit diesem Gaul. Weil die Steuerung einfach so doof ist. So, so, so. Ja gut, wenn man die richtige Position gefunden hat, dann geht's einigermaßen. Darf man nur nicht im falschen Augenblick klicken, weil sonst ist die Position auch wieder weg, weil man den Scheiß wieder wegmachen muss, den man gerade fabriziert hat. So, Moment. So, dann haben wir das hier. Juhu, juhu. Ich freue mich schon ein bisschen. Und am meisten freue ich mich drauf, wenn die Brücke auch mal Stützpfeiler hat und sowas. Aber langsam muss ich sagen, werde ich echt ein bisschen bräsig im Kopf von diesen Bauarbeiten hier. Weil ich echt die ganze Zeit so repetitive Aufgaben mache. Da bist du ja immer bescheuert im Kopf. Also Tütenkleber im Knast, das wäre für mich nix. Und ich weiß, wir haben schon mal über Tütenkleben und Tütenkleber im Knast gesprochen. Da waren wir gerade auf Höhlentour irgendwo. So. Dann guck ich nochmal ganz kurz, wie habe ich das hier gemacht? Das war immer so und so. Und der Rest waren einfach nur Slabs, ne? Slab, Slab, Slab. Unter den Dingern waren immer Slabs, okay. Das sollte ja einigermaßen hinzukriegen sein. So, Slab, Slab, Slab. Und dann da und dann... Müsste eigentlich richtig sein, ne? Stimmt, da habe ich ja so geflucht. Genau deswegen habe ich da so geflucht. Das ist aber auch eine Last immer. Nee, das war ja falsch. Stimmt, da muss man dann immer so ganz genau dann... Und das geht dann immer nicht. Mann! Ich will nicht mehr. So. Ich mach das erstmal wieder so wie auf der anderen Seite, dass ich jetzt erstmal überall hier anfliege. Unter den Treppen. Dann bauen wir das erstmal da überall hin. Und das gleiche dann auf der Rückseite. So, der erste Stein geht ja, aber wenn ich dann am ersten Stein vorbei den zweiten bauen muss, dann wird es immer so ein bisschen frickelig. So, warte, 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 warte. So. Und dadurch, dass ich das so repetitiv mache, quasi immer die gleiche Aufgabe sofort hintereinander, dadurch sparen wir halt eine Menge Bauzeit, als wenn man dann wirklich manuell immer jeden einzelnen Klotz machen würde. So, und jetzt muss ich gucken, wie ich dann hier durch den Stein durchbaue. Alter, das ist nicht so leicht. Treppen habe ich auch. Na, Treppen habe ich genug. Och Mann, ey, das ist so ätzend einfach. Ich krieg gleich echt einen Föhn. Und ich hab schon einen. So. Leck mich doch am Arsch. Ich reiß gleich die Brücke ein und dann mache ich da einfach so einen Erdstrich drüber. Oder ich baue das Meer zu, dann wäre wir jetzt wahrscheinlich auch schon eher fertig gewesen. So, warte, dann... Hier auf der anderen Seite jetzt hier ganz vorsichtig platzieren. Nein, nein, ich hasse dich. Ich hasse dich, Ausgeburten der Hölle.